Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, und ich habe mich verfahren. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie. Du kannst, glaube ich, auch nur aus einer Richtung oder auf dieses Scheißding rauf, ne? Ja. Ja, super. Will verfahren. Da wollen wir hoch, oben links. Ah, hier unten sind noch zwei Autos. Aber oben sind bestimmt auch welche. Da wäre ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Das ist eine verfickte Straße. Ups. War das der Weg? Ja, das war der Weg. Oh, ich höre dich. Oh, nachdem ich drei Stunden Umweg gemacht habe, bin ich endlich mal auf der richtigen Richtung. Der Weg ist ein bisschen steil. Hm. Wie gut, dass ich einen Vierrad-Geländewagen habe. Hallo, Gruselhaus. Ja, schick. So, wollen wir mal gucken, wie wir es entgruseln können. Jo, warte, ich will erstmal ein klein bisschen Platz machen. Oh ja, am besten tanken ist eine gute Idee. So. Wohl, Platz. Du hast doch richtig viel Platz in diesem Fahrzeug. Ja. Darum, du bist jetzt unser Lastenpferd. Haustür oder Garage? Haustür. Warte mal, wir könnten ja. Ach, die ist sogar offen. Hallo. Kurz gucken. Das ist das Haus. Haunted Hill. Ja, irgendwer ist schon hier. Footballer. Knüppeltime. Oh, hinter mir. Also, die hauen da die Tür kaputt. Schnelle oder langsame? Schnelle. Hab mal Tür zugemacht, die kommt aber gleich. Aber die scheint nur schnell zu sein, die kann man mit einem Powerschlag umhauen. Siehste, schnell tot. Sorry, Häuptling. Ah, Häuptling hat eine Handtasche versteckt. Oh, ey, ich bin echt zu blöd, um hier Bilder kaputt zu hauen. Ja, habe ich jahrelang gelernt in hoher Schule. Oh. Ich finde hier nur Wasser. Aua. Arschloch.
ihr auch in eurer Küche immer so viel Wasser wie die hier? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich habe nicht so viel Wasser in den Schränken. Ah, hier ist eine Garage. Wir haben ja eins gelernt. Die bringen ja immer gut Teile, die immer auseinander. So, da oben ist nichts. Das hört sich groß an. Brauchst du Hilfe? Das ist nur ein fetter Tourist. Ach so. Oh, ein schneller fetter Tourist. Oh. Zu. Ah! Aua! Der steht gleich wieder auf, oder? Sehr schön. So, jetzt sind's aber. Es kommen da gerade andere Zombies aus einer anderen Richtung irgendwo. Guck mal hier kurz. Gut, dass hier Fallen sind. Wir haben die ein bisschen aufgehalten. Das ist doch ganz praktisch. Ja. So. Aber sie von hier so ein bisschen kaputt geschossen. Was denn? Zerschießt du die lieber? Ja. Da. Leer. Der Raum ist leer. Ich hoffe, hast du durchsucht. Der auch mal verreckt, der hat echt viel ausgehalten. Oh, Biker. Bist du schon drin? Hier könnte auch noch einer sein. Okay, ist leer. Nische, hast du auch schon durchgeguckt? Bisher nicht. Hat sich nicht so richtig gelohnt bisher, ne? Nee. Mal gucken, ob das eine Tür ist, die nach draußen oder woanders hinführt. Ja, ah, scheint führt so. Nach draußen. Sind wir unten durch, ne? Ja, wir können jetzt eine Etage hochgehen. Erstaunlich, dass es hier keinen Keller gibt. Ja, ich hätte jetzt auch mit Keller gerechnet. Jo, da ist eine Stelle. Und ein schneller Dicker. Ah! Raus hier, raus hier, raus hier! Aua, aua, aua!
Ey, ich schlag zweimal mit dem Powerschlag daneben. Fick deine Mama. Aber nicht mich. Ich muss mich mal schnell verbinden. Oh, ich treff dich. Aua, ich verblute. Ah, das war daneben. Ach, Gott sei Dank. Jetzt noch die schnelle Tussi. Die hängt da auch noch irgendwo. Mhm. Ey, ich habe die zweimal versucht, mit einem Powerschlag umzunocken. Denkst du, ich hab die nicht erwischt, aber die hat mich immer erwischt. Ich hasse das. Ich mach's jetzt. Du bist nicht schlimm. Gib mir meine Munition wieder. Also normalerweise kann man die ja auch einfach umnocken. So eine Krankenschwester, die schnell ist. Aber der Dicke hält einfach zu viel aus. Ja. Wo ist er? Trau dem Braten noch nicht. Ist doch nicht tot. Hast du sie getötet? Ich meine, ich habe die getötet. Okay. Oder? Ich weiß es nicht. Ich bin mir da auch nicht sicher, du. Oh, rote Farbe. Ui, das nenne ich mal ein Bett. Ein Schlafzimmerchen, ja. Mit Wasser drin. Ich habe auch immer Wasser im Schlafzimmer. Ich habe immer Wasser im Schlafzimmer. Ups. Wenn ich nachts durstig werde. Aha. Zombie Time. Vogel oben. So. Vogel tot. Boah, hier kann man gut grillen. Was passiert, wenn ich einen Grill auseinandernehme? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Kriegt man so ein bisschen Mechanical Parts, aber auch nicht so viel, dass ich sage, das muss ich jetzt unbedingt machen. Noch einen Moment, jetzt sind wir da rausgegangen. Ja. Hätte sein können, dass wir hier höher kommen. Hier ist noch seitlich eine Tasche. Eine leere Tasche. Ah, da steht einer an der Seite. Mit. Ah, hier geht's auf jeden Fall noch weiter. Ja, ja, das... Oh! Ja, hier geht's auf jeden Fall weiter. Ich hab den gerade gar nicht gesehen, von wo der kam. Gut, dass hier Gitter sind. Ist der explodiert? Nee, ne? Mach doch mal Platzi-Platz. Sehr schön. Nicht geplatzt. Ups, noch ein bisschen, der Typ. Hier geht's rein. Hä? Ich bin doch von hier reingekommen. Nee, wir sind auf der anderen Seite der. Ah, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ach, du bist noch. Ah, drin. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind mal nicht lang gekommen wegen Stacheldrahtlos. Ah. Aber hier ist auch nur ein Kamin, das war's. Okay.
Nicht so der Hit. Bei dir? Aber auch nichts. Da leuchtet Zombie über dir. Ja, lass mal rausgehen und den von außen. Jo, der kommt schon. Aha. Oh, zwei leuchtende Zombies. Ja, von der Seite ist gut, genau. Ich hoffe nur, dass der auch zum Fenster kommt. Brav. Guter Zombie. Ab in die Nisse. Nicht das Holz kaputt machen. Nicht das Holz kaputt machen. Konzentrier dich auf den Stahl. Ein braver Zombie. Oh oh, der erste Stahl ist schon... Oh oh. Oh oh. Wow. Jetzt fällt er. Ja, der ist tot. Gut, dass der sich jetzt auch aufs andere Eisen da begnügt. Nee, jetzt ist gleich nicht mehr du. Doch, wieder. So ein Horst. Ah, bewegt sich doch nicht, wenn ich schieße. Schön in den Hintern. Oh. Loot. Toll, Schrot findet die zerlegen. Der wackelt voll noch mit dem Bein. Kann ich zerlegen. Wackel, wackel, wackel. Nett von ihm, dass er was mitgebracht hat, aber... War jetzt nicht so der Hit. Schade. Ah, da ist noch einer. Noch ein Leuchter? Ja, hier, komm mal zu mir, mach mal zweimal Leuchteschaden. Ducken. Eins, zwei, drei. So, hat er schon mal zwei Sch... Oh. Schnell, schnell, schnell. Ey, warum kann ich nicht hüpfen? Mal gucken, wo der jetzt langläuft. Ach, zwei Leuchten. Zwei. So, ich muss nur kurz mich heilen. Ey, du Schlampe! Ey, du Schlampe! Auf mein Notfallbaby ist immer Verlass. Sehr gut, das habe ich nämlich tatsächlich vergessen mitzunehmen. Immer stets dabei. Ah, ich habe nichts zu essen mitgenommen. Ich habe was zu essen im Auto. So, jetzt waren da schon vier Leuchtezombies. Jetzt reicht's aber mal. Ja, das finde ich allerdings auch. Mit dem Leuchtezeug. Ah, eine Bibliothek ist hier noch schick. Ja, mit Wasser im Schrank. Ach, das warst du. Sehr Dank. Ah, hier geht's irgendwie hoch, aber... Da ist eine Kartür. Aha, Geheimgang für eine Handtasche mit der ein bisschen Essen ist. Oh, Essen. Für 21 Dollar und eine Dose Chili mache ich auch einen Geheimgang. Oh, Bunker?
Ui, ja. Jetzt wird's doch mal interessant. Das ist aber ein Fahrstuhlschacht irgendwie, oder? Mhm. Oh Gott. Gut, man kann sie auf und zu machen. Nichts Geheimes. Hm. Was machst du da? Wenn wir wieder hochspringen, macht mir hier diese Ecke ein bisschen Angst. So. Und falls es später Probleme macht, mache ich es lieber jetzt weg. Da hast du recht. Genau, geht. Ah, wir müssen auch so ein bisschen Zeit im Auge behalten. Ah, stimmt. Die gewinnen ja sonst. Weil mein Essen ist, ach, hä? Wann bist du denn da runtergekommen? Boah, Trick 17. Toll, ich bemühe mich hier voll den coolen Weg zu machen. Dafür komme ich hier nicht mehr raus. Ah, okay. Scheiße, geil. Was ist denn? Das ist ja ein James Bond Geheimversteck. Oh, ich will auch gucken. Aua! Ich habe hier noch ganz viele Bond-Bösewichte, die ich töten muss. Dum 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 dum. Ja, das sieht ja mal echt stark aus. Ich lass mal die Kerzen für dich, damit du siehst, wie toll das hier aussieht. Ja, ich werde mal gucken. Ich werde demnächst gleich erstmal zum Auto gehen und das Essen holen, damit wir die Nacht überstehen. Und dann schauen wir uns das Bond-Bösewicht versteckt morgen ganz in Ruhe an, würde ich sagen. Ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie groß das hier noch ist. Ah, hinterm. Da ist. Warte mal. Kommen wir da hin? Kommen wir da hin? Ja. Wir brauchen erstmal. Holzrahmen. Machen wir mal 20, komm. Holzrahmen. Einmal auswählen, oder kommen wir da schon? Ach, da kommen wir schon. Nee, das sieht gefährlich aus. Das sieht gefährlich aus, das mache ich nicht. Wir wollen ja noch ein bisschen ewig leben, ne? Hm? Wir wollen noch ein bisschen länger leben. Ja, das finde ich ganz nett. So ein bisschen zumindest. Weil das sieht mir ein bisschen zu schräg aus, nicht, dass ich hier abrutsche und dann tot und so, ne? Also ich habe nämlich schon quasi zur Not, wenn die noch Zombies sind, eine Möglichkeit gefunden, wo wir uns verstecken können. Okay. Da oben ist nichts drauf. Das ist ein vergammeltes Sandwich, brauche ich nicht. Und die Tür ist offen. Und... Hallo, Doktor. Oh, ganz doof, ganz doof, ganz doof. Ganz doof.
Ganz doof. Ganz doof, falsch rum. Lass mich nochmal vorbei. Lass mich nochmal vorbei. Lass mich nochmal vorbei. So, ich gehe jetzt einmal kurz raus. Ah! Oh! Oh! Scheiße, es war zu spät. Ich habe noch gerade 2 Frames weggenommen und dann bin ich leider Geschichte. Hm. Ah. Erscheine auf dem Bett, das ist am Arsch der Welt. Verdammt. So, dafür nehme ich jetzt hier die AK. Und ah, scheiße. Die AK hat so Gewehrmunition. Das ist ja doof. Dann nehme ich halt die MP. So. So, jetzt einmal fix nach draußen. Um mich abzuladen. Und auf die Nacht vorzubereiten. Ich dürfte ja keinen Hunger mehr haben, oder? Das klingt aber nicht mehr da in dem Haus. Nö. Ja, ich fahre jetzt mit dem Moped. Weil dein Motorrad ist ja auch noch da. Hurra, dein Motorrad ist noch da. Dann fahre ich in der Nacht wieder Motorrad. War ja eigentlich gar nicht so weit, ne? Na doch, ein bisschen schon. Mal gucken, wo ich mich die Nacht über verstecke. Also bei mir jetzt nicht, weil ich habe da ja ein bisschen Zombies gesehen. Achso, auf dem Dach vielleicht. Und ich war falsch rum. Wieso fahre ich immer in die andere Richtung? Hoffen wir einfach mal, dass dieser Pavillon in der Nacht nicht einstürzt. Ja, das war ärgerlich. Ich bin extra nochmal durch die Zombies gelaufen, weil die hinter mir her sind. Und ich habe ja an so einer Klippe habe ich ein bisschen Frames aufgebaut. Und ich wollte dann über diese über meine eigenen Frames, habe die letzten noch weggenommen und dann wollte ich mich eigentlich gerade heilen. Dann hatte ich schon mein ganzes Blut verloren. Das ist auf jeden Fall ein cooler Ausblick von hier oben. Ja. Hm. Ich würde sagen, dann heißt es morgen ab in den James Bond Bunker. Genau. Und mit diesem wunderschönen Ausblick über diese Berge, über dieses wunderschöne Bergpanorama. Ja. Würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bergpanorama. Wünschen uns euch eine wunderschöne Nacht. Und wir sehen uns morgen. Liken, Abos, kommentieren, etc. Ne? Etc. pp. und so. Haut rein. Ciao. Tschüssi.